Mitkommen! As I went down in the river to pray, stunning about that good old way, and who shall wear the starry crown, the Lord, show me the way. Ja, hallo, ich bin der Lukas. Hallo, ich bin die Carina. Herzlich willkommen bei Ganz Gutmann. Ja, wir sind in Untertumeritz, das ist im nördlichen Niederösterreich. Wir haben hier einen Betrieb mit Weidegänsen, 700 Stück auf ca. 3 Hektar. Die Gänseküken kommen mit 1 bis 2 Tagen alt zu unserem Betrieb und sind dann 5 bis 6 Wochen im Stall, wo sie es flauschig warm haben, vor allem in den ersten Lebenswochen. Ja, ab der dritten Lebenswoche dürfen dann die Gänse, wenn das Wetter passt und die Sonne scheint, langsam an draußen gewöhnt werden. Die Aufgabe übernehmen unsere Kinder. Die gehen mit ihnen dann einfach in einen kleinen abgesteckten Bereich im Garten, dass sie sich einfach langsam an das Grünfutter gewöhnen. Ja, wenn die Gänse dann 6 Wochen alt sind, da sind sie dann wetterfest. Da dürfen sie dann eben runter auf die Weide. Sind dann eigentlich bei Wind und Wetter draußen, haben aber trotzdem immer die Möglichkeit, dass sie sich im Stall zurückziehen können, wo sie es auch schön trocken und warm haben. Bei der Weidehaltung ist es uns wichtig, dass wir eine gute Grünfutterqualität haben. Und das versuchen wir damit zu erreichen, indem wir unsere 3 Hektar Grünland auf 3 Weiden, also Portionsweide, aufgeteilt haben. Alle 4 Wochen stecken wir unsere Weide um. Somit haben die Gänse immer frisches, grünes, saftiges Gras und die andere Fläche kann sich in dieser Zeit wieder gut erholen. Bei hitzigen Temperaturen suchen unsere Gänse gerne Unterschlupf im Stadel oder unter dem Holzstoß. Da fühlen sie sich dann ganz wohl. Ja, vor die Gänse war es so, da habe ich in einer Bank gearbeitet. Ich habe Wertpapiere und Finanzierungen verkauft, bin dann in Karenz gegangen, habe 2 wundervolle Kinder gekriegt. Und nach der Karenz habe ich mich dann einfach entschieden, meine Steckelschuhe gegen Gummistiefel einzutauschen. Und wir haben eben mit den Weidegänsen begonnen. Für mich ist es auch total schön, wie ich sehe, wie die Kinder mit den Gänsen aufwachsen. Es ist einfach total wertvoll. Sie verbringen viel Zeit in der Natur, haben eine total schöne Bindung zu den Gänsen. Und ja, das erfüllt uns. Ja, mein Tag beginnt einmal mit einem Rundgang auf der Weide, dass ich mal schaue, ob der ganze Zaun intakt ist, ob es den Gänsen allen gut geht. Dann werden die Tränker ausgewaschen, dass die Gänse immer frisches Wasser haben. Sie werden gefüttert. Hauptsächlich fressen sie ja das Gras von der Weide. Und zusätzlich kriegen sie von uns noch einen Weizen, der wird vorher gequetscht, damit sie noch besser verdauen können. Und ja, dann bekommen sie noch frisches Stroh eingestreut, dass sie immer schön trocken und kuschelig haben. Und ja, am Abend wird das dann nur mehr, gehen wir dann nur mehr eine Runde, um zu schauen, ob alles passt. Und ja, so schaut unser Tag aus. Neben unseren Weidegänsen haben wir einen klassischen Ackerbaubetrieb mit 34 Hektar. Wir haben Weizen, Mais, Ginkgo, Ölkürbis und Soja. Und dann haben wir noch 14 Hektar Wald zur Bewirtschaftung. Um einen optimalen Grünlandbestand zu haben, setzen wir auf die Nachsaat. Da sehen wir jährlich mit einer GK300 von APV frische Grassamen in unseren Bestand ein. Es ist für uns wichtig, da die Weidehaltung doch sehr intensive Bewirtschaftung unserer Grünlandflächen ist. So haben wir doch auch nach der Beweidung einige kahle Stellen und über den Winter Maulwurfshügeln im Bestand. Und mit der GK300 haben wir ein universelles Gerät, das uns alle diese Probleme eigentlich beiseite schafft. Bei uns helfen 3 Generationen zusammen, damit es unseren Gänsen ganz gut geht. Uns ist es wichtig, dass die Gänse ausreichend Auslauf haben, eine gute Weide, einen schönen Stall, dass sie sich einfach wohlfühlen bei uns. Und am Ende vom Tage wollen wir unseren Kunden ein hochwertiges Gansel aus der Region bieten. Ja, und im Herbst haben wir dann wieder unseren Abhofverkauf. Folgt uns einfach auf Facebook und Instagram.
weil da kommen immer unsere Neuigkeiten rein und du kannst das verfolgen, wie unsere Gänse groß werden und wann eben unser Abrufverkauf dann stattfindet.